Was kommt als Torhüter gegen Frankfurt auf dich zu? Eine hohe individuelle Qualität, Geschwindigkeit auf jeden Fall. Was erwartet dich als Torhüter gegen eine Mannschaft wie Darmstadt 98? Ja, wir kennen sie ja noch so ein bisschen aus dem Pokal. Erfahrung. Ja, also eine Mannschaft, die, glaube ich, schon über viel Erfahrung versteht. Es ist eine sehr physische Mannschaft, jetzt auch mit Hornby vorne drin, einen großen, bulligen Spieler, der auch Zielspieler irgendwo ist. Aber es wird, ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr ähnliches Spiel zum Pokalspiel wird von damals. Aber trotzdem nicht mehr wie in den letzten Jahren, glaube ich, so eingespielt ist, weil es der eine oder andere Neuerung ja schon gibt bei der Mannschaft. Wir werden uns das natürlich auch die nächsten Wochen anschauen, aber es ist der erste Spieltag, es ist immer... Ja, man weiß noch nicht so genau, wo steht man. Ich glaube, man wird unsererseits sehr, sehr viel Darmstadt 98 auf dem Platz sehen. Ja, es wird ein interessantes Spiel auf jeden Fall.